und dabei Schaden genommen. Ja. Und jetzt ist er wieder stinkig. Wow. Und macht jede Menge Schaden. Da muss ich aufpassen. Mal Essen finden. Essen habe ich gefunden. Au. So, er ist nicht mehr unbesiegbar. Also verpasse ich ihm mal eine. Und er ist wieder wütend. Das ging aber schnell. Wow, raus da. Wow. Und nicht umrennen, bloß nicht umrennen lassen. Au. Gut. Wieder verwundbar. Wow. Und es kommen immer mehr von seinen Untertanen, sage ich mal. Die aber schrecklich nervig sind. Und er ist wieder super aggro. Und tötet alles um sich rum. Ja, au. Ah, nochmal essen. Sehr schön. Au. Und ich werfe die Frisbee immer daneben. Das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Au. Mit Können und Disziplin schafft man alles. Ja, wir haben Oroks besiegt. So. Gut. Das Kleidzeug. Die legendäre Bestie ist tot. Das ist erst einmal vorgekommen. Erst einmal vorgekommen, dass die... Okay, nicht in Frage stellen. Im Gauntlet scheint alles irgendwie anders zu sein. Naja, wir sind auch schon so oft gestorben. Wahrscheinlich war es Morak selber, der die Bestie getötet hat, als er zum Herrscher des Gauntlets wurde. So. Ah, das ist der zweite Teil. Sehr gut. Und wir können raus hier. Sehr schön. Ja, sehr gut. Freigeschaltet haben wir, glaube ich, nichts. Kein Alkohol am Steuer. So, wir haben die erste Mission. Das erste Level vom letzten Akt freigeschalten. Und wir haben, was noch wichtiger ist, Vollhelm der Abrechnung freigeschalten. So, jetzt möchte ich mir aber auch mein neues Relikt kaufen, eigentlich. Eigentlich am liebsten das Hühnchenrelikt, aber... Ich glaube, das Relikt ist ganz gut. Erhöht Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit erheblich. Ja. Definitiv. So, und ausrüsten möchte ich das Ganze auch mal. So. Auch wenn ich meistens hauptsächlich die Valkyren-Doppelgänger benutze. Und die wahrscheinlich auch noch mal demnächst steigern werde. Mehr Ausrüstung kann man immer brauchen. Aber ja. So, wir schauen mal ins erste Level vom dritten Akt. Weil ich mal gespannt bin, was das jetzt ist. Also ja, man sieht hier schon, es ist was Lavaiges. Also was voller Lava. Ich erfinde Worte. Aber was genau wir da erwarten, sehen wir jetzt. Nur wenige haben es bis hierher geschafft.
Du wächst Hoffnungen auf ein spektakuläres Finale in mir. Das letzte Bruchstück befindet sich in deiner Reichweite. Welch drückende Hitze. Doch ich werde jede Hölle durchschreiten, um mein Versprechen zu erfüllen. Okay, da unten sind schon mal neue Gegner. Und da ist eine Kurbel, die wir drehen können. Das ist schon mal... Also Interaktionssachen sind ganz nett. Kultisten. Ich liebe Fanatiker. Sie neigen zur Selbstüberschätzung. Ja. Kultisten, die sehen ein bisschen aus wie Dunkelelfen, wollte ich eigentlich mal sagen. Und die Bodenhunde. Ja. Du hattest eine tolle Sterbeanimation. Gut, hier haben wir Waffenständer, die wir nicht zerdeppern können. Und jede Menge Essen. Sacken wir mal eins davon ein und hey, Spawner. Die sehen etwas stabiler aus als ihre alten Spawner. Das hast du verdient. Gut. Au. Okay, die Dämonenhunde erinnert mich vom Aussehen ein bisschen an den Zerfleischer aus Warhammer. Wer Warhammer kennt. So, Essen einsacken ist nicht verkehrt. Da ist noch mehr Essen, was ich allerdings zerdeppern kann. Das ging voll daneben. Wow, das sind jetzt aber mal viele. Wow. Wir müssen wirklich den Beschwörungsstand zerstören. Wow, da ist die Musik auch ein bisschen laut, finde ich. So, den ersten mal wegmachen. Au. Und ich lasse mich gerade zu leicht treffen, merke ich. So, der Beschwörungsstein ist weg. Jetzt muss noch das Kleinvieh weg. So, Kleinvieh ist weg. Tür auf, bitte. Einmal essen. Wow. Wow. Das ist unangenehm. Was wird das? Glaubst du, ich lasse dich da irgendwelche komischen Zielübungszauber machen? So. Sehr schön. Geld einsacken. So eine Brandfalle ist aber auch garstig, ey. Geld. Schlüssel. Hier haben wir wiederum Möglichkeiten für Secrets. Au. Ich sterbe gleich, merke ich gerade. So. Gut, weg mit denen. Da ist nämlich, sehe ich nämlich schon eine Wand, die verdächtig aussieht. Deswegen nehme ich einfach mal das Bum-Bum hier mit und jag sie in die Luft. Ha, genau, als hätte ich es nicht genau gewusst. Hier ist zum Glück auch Essen drin. So, das sammeln wir auch mal gleich ein. Ja, und von unten hätten wir die Wand auch sprengen können, übrigens. Hier liegen so lilane Dinger. Achso, das sind wahrscheinlich irgendwelche Teile von Gegnern. So, hier hätten wir die Wand auch sprengen können, nehme ich an, hä? Jupp, zweite Chance, diese Wand zu sprengen. Wow. Ich probiere mal meinen neuen Stiefel aus, wollte ich sagen, aber der ist ja irre krass. So. Ich lasse euch nicht zielen, das könnt ihr vergessen. So. Die Höllenhunde zur Hölle zurückschicken.
und die restlichen Kultisten auch loswerden. Und ja, hier ist die Musik wirklich definitiv etwas zu laut. Autsch, erster Tod. Ja, kann passieren. Ja, danke für den Hinweis. Au. So, weg, weg, weg. Geht weg, lasst mich alle in Ruhe. So. Und weg mit euch und weg mit dir. Essen aufsammeln. Und jetzt kurbeln wir mal schön. Ey, cool, die Lava bewegt sich. Ja. Wieder so eine Feuerfalle. An der ich jetzt mal nicht absichtlich sterben möchte. So. Euch hau ich erstmal alle um. So, und da dash ich euch tot. Wow. Ja, bleibt genau in der Explosion stehen. Sehr schön. So. Da werden noch ein paar zu Höllenhunden. Was passiert, wenn ich die blocke? Ach, die haut es auch nur um. Also ja, sowas Gnädiges wie mit den Skeletten werde ich nicht mehr finden. So. Weg mit euch. Da sehe ich eine verdächtige Wand. So. Da habe ich mich gerade... Okay, da habe ich gerade was aufgemacht, was garstig ist. Ja. Die reihen sich ein zum Sterben. Okay. Was auch immer der mit mir gerade gemacht hat. Ich hole mir mal Nahrung. Und das mal Doppelgänger los. Dass ich hier mal ein bisschen Ruhe habe. So. Das war es mir jetzt nämlich echt wert. Hier gibt es einen Schlüssel. Und dann gehen wir hier mal weiter. Naja, den Schlüssel hätten wir eh gebraucht, um hier reinzukommen. So. Etwas zurückfallen lassen. Höllenhunde. Jede Menge. Au. Oh, mal einer mit einer Krone. Au. Und du schon wieder. Du verlangsamst mich, glaube ich, mit dem Ding. Und ich habe die Krone nicht einsacken können. Schade. Wow, da sind Klingen. Die haben wir ja schon vorhin gesehen. Wow. Okay. Garstige Klingen haben wir hinter uns. Ihr seid die Sorte, die zu Dämonenhunden wird. Was ich nicht unterbinden kann. So. Einmal weg mit euch. Noch mehr von den Dämonenhunden, die kabern. So. Wow. Das war riskant. Das auch übrigens. So. So, und jetzt du noch. Du verwandelst dich auch gleich noch in den Dämonenhund. Während du das machst, nehme ich mal hier Zeug auf. So. Und töte dich.
Hier können wir rüberhüpfen. Hier gibt es noch mehr Essen und Geld. Und da drüben hüpfen wir wahrscheinlich gleich in unser Verderben. Genau. Okay, in unser großes Verderben. Da sind wir nämlich ein paar zu viele. Ja, was machst du da? Du machst den unverwundbar, den Spawner. Wow. Das kann ich nicht gutheißen, was ihr da macht. Wow, ihr seid viel zu viele langsam für meinen Geschmack. Ja, definitiv zu viele. Und wieder unverwundbar gemacht. Ah. Ja, ihr könnt aber nicht alles vorder unverwundbar machen.